Hi Leute, willkommen zurück bei mir auf dem Kanal und vielen Dank fürs Einschalten. Ja, heute, ich rutsche mal ein bisschen zur Seite. So, damit ihr es auch seht, ich habe hier wieder ein Blind Sample stehen und zwar, wie versprochen, das zweite Blind Sample vom Dennis. Und nachdem das erste mir sehr gut gefallen hat und ich ja von der Richtung her auch halbwegs nah dran war, bereitet mir das hier nach dem Eingießen ein klein bisschen Sorge. Aber wir kommen gleich dazu. Ich weiß, es ist eine Fassstärke. Ich weiß, es ist eine natürliche Farbe. Das ist schon ein bisschen dunkler. Lässt auf ein Sherry-Fass schließen hier. Und ja, sonst weiß ich nicht viel über diesen Whisky. Ich habe vorhin am Fläschchen gerochen. Und ich nehme jetzt mal das Glas vor. Mal sehen, ob ich einen ähnlichen Effekt habe. Ja. Das Zeug, sorry, wenn ich jetzt Zeug sag, das hier ist die unverdünnte Fassung davon. Wisst ihr, wie das riecht? Für mich jetzt gerade so, nein, natürlich wisst ihr es nicht, ist ja auch egal. Kennt ihr Bronchikum-Tropfen? Und wenn ihr die auf den Zucker tropft und diese bitteren Kräuter gemischt mit reinem Zucker habt, genau so riecht das. Und da kam mir was in den Sinn. Ich habe vor einem halben Jahr etwa im Zuge von einer ziemlich spaßigen Aktion von Markus vom Whisky-Tagebuch einen PX-Sherry unter anderem in einem Set als Beigaben praktisch zu einem Whisky bekommen, um verschiedene Fassreifungsarten ein bisschen besser erkennen zu können. Und das war ein ziemlich alter PX, wenn ich das richtig im Kopf hatte, ich glaube ein 20 Jahre alter. Und der hat für mich auch nach Bronchikum-Hustensaft geschmeckt und gerochen. Und diesen Bronchikum-Geruch, den habe ich hier in der Nase. Nur, dass es eben nicht dieser zuckrig-braune, klebrige Hustensaft ist, sondern hier habe ich wirklich die Tropfen, weil ich merke den Alkohol an der Nase. Ich habe diese alkoholisch klare Kräuterbrandnote und unten drunter rein aufgelösten, durchgeweigten Zucker. Brennereicharakter? Hallo? Kühlen an der Nase leicht, kräutrig, minzig und dann volle Ladung Bronchikum. Zucker? Ja. Melasse rum beinahe. Sehr, sehr extrem. Also einerseits süß und andererseits kräutrig herb. Und ordentlich kühlend in der Nase. Also ich war vorhin auch schon mal so frei und habe mir ein zweites Glas mit ein bisschen Wasser verdünnt. Weil ich habe das Gefühl, der geht irgendwo in die Nähe von 60% so nach dem dran riechen. Ja, gucken wir doch mal, was am Gaumen kann. Also im Moment riecht es eher gesund wie gut. Auf euch. Ein richtig heftiger Antritt. Prickelt ordentlich an der Zungenspitze. Im ersten Moment fast eine süß-bittere Schärfe. Und da bin ich sogar weg von den Bronchikum-Tropfen auf dem Zucker, sondern da bin ich eher so bei Echinacea oder sonst solche Medikamente, so Naturheil, Anti-Erkältung und weiß der Teufel was Zeug. Er hat eine interessante Würze. Wenn die erste Schärfe sich ein bisschen gelegt hat, ein bisschen Eiche, ja, sogar, also jetzt nicht alt, aber Eichenwürze. Ich tippe drauf, das ist ein relativ junger, starker Whisky mit einem extremen Fass. Wahrscheinlich irgendeine Einzelfassabfüllung, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es sowas in Serie gibt. Und dann setzt auch hier wieder so eine Zuckermelassennote ein, dazu Kräuter. Und auch eine PX-Sherry-Süße. Also für mich ist das ein PX-Cask.
ein Single-Cast vermutlich, relativ stark. Hinten raus habe ich wirklich so eine Kräuter-Honig-Zuckernote und eine Spur Eiche. Aber ich glaube, ich muss mal das verdünnte Glas nehmen, weil also, der hat 60 oder mehr, würde ich sogar sagen. Aber der ist wirklich sehr, sehr extrem. Und ich finde ihn dafür nicht unangenehm auf der Zunge. Also er ist sehr, sehr heftig, aber er ist nicht sprittig. Aber trotzdem habe ich so das Gefühl, wenn man den zu lange auf der Zunge hält und einen zu großen Schluck nimmt, dann brennt er einem sämtliche Geschmacksnerven weg. Guck mal doch mal, was das zweite Glas kann. Also ich könnte bisher nicht mal sagen, dass es Whisky ist. Ich könnte sagen, es ist irgendein starker Alkohol mit PX-Fass und Bronchikum-Tropfen. Ah, okay. Ja. Mehr Eiche, Leder. Da passiert was. Da passiert enorm was. Alte Ledersessel. Trockenfeigen. Immer noch eine leicht kräutrig herbe Note. Das Kühlende ist jetzt weg. Durchgetrocknete Rosinen, Backpflaumen. Süß, schwer mit einer leicht herben Kräuternote mit drin. Und ein bisschen Eiche sogar. Also das ist definitiv ein PX-Cask. Und ja. So ein bisschen. Ja, Pfeifentabak, ein klein bisschen Ledersessel und dazu dann eben wirklich PX getragene Aromen, Datteln, Feigen, Pflaumen, Rosinen und dazu so eine kräutrig herbe Note, die aber von dieser Zuckrigkeit, von diesem wirklich durchkristallisiert zuckrigen, ein klein bisschen abgemildert wird. Also es bleiben noch die Kräuter. Hat so jetzt eher was Kräutriges wie ein Ricola oder so. Ja. Sehr interessant. Auf euch. Mundgefühl, leicht pfeffrig, dünnflüssiges Öl. Aber er bleibt dann doch länger, als ich dachte im ersten Moment. Würzig, ein bisschen pfeffrig und dann jede Menge PX-Noten. Ja. Eine Spur Kräuter sind hier auch mit drin. Ja. Fast sogar ein bisschen was Kräuter der Provence-mäßig, so ein bisschen Thymian, ein bisschen Rosmarin. Aber unten drunter, und das passt ja, also man hat ja auch in der Provence Feigenbäume. Also ich bin hier bei Trockenfeigen, definitiv. Da ist diese würzig-süße Zuckrigkeit mit drin von getrockneten Feigen. Und ein paar Rosinen, ein bisschen Trockenpflaumen und dann diese Kräuter in Honig, sage ich jetzt mal, richtig zuckrig, der bleibt lang hinten raus. Und da ist wirklich in erster Linie diese Zucker-Kräuternote mit einem Rest von diesen Datteln. Eine Spur Eiche ist da, wie gesagt, aber in erster Linie als Gewürznote, als leicht pfeffrig, leicht zimtig, leicht Nelken, so ein klein bisschen, spricht für mich für nicht eine extrem lange Lagerung, sondern vielleicht für um die 10 Jahre in einem über extrem aktiven Fass, in einem wirklich ganz, ganz nassen PX-Fass. Und ich würde behaupten, das ist ein Single Cask. Ich kann hier keinen Brennereicharakter feststellen. An was ich denken musste. Vielleicht lege ich mich jetzt da komplett in die Nesseln oder so. Ich habe eigentlich zwei Grundgedanken. Der eine wäre, das ist ein Kavalan, Sherry Solist und wirklich ein reines PX-Fass.
60, 61% haben die Dinger ja, ist ja gar kein Thema. Ist dafür relativ hell. Also ich habe selber auch einen stehen, der ist, meiner ist deutlich dunkler, aber die Aromen gehen in die Richtung. Für mich ist das kein typischer schottischer Whisky. Besonders an der Nase diese, ja, diese Bronchikumnote, die widerspricht allem, was ich so direkt an schottischem Whisky bisher im Glas hatte. Die wirkt irgendwie von woanders. Was es für mich auch sein könnte, ich meine, es gibt außer dem Waver von Glen Ells noch eine andere Fassstärke. Amber? Keine Ahnung, den hatte ich nie im Glas. Da ich keinen Brennereicharakter drunter finde, könnte das auch irgendwie so ein 5- bis 8-jähriger Glen Ells sein, ja? Und wäre es jetzt ein Kavalan, tippe ich auch drauf, der müsste halt irgendwo 6, 7 Jahre sein. Haben ja die Solists meistens. Also bei manchen lässt sich sie anhand vom Apfelcode erkennen. Bei manchen kriegt man es nicht raus, aber die sind irgendwo zwischen 5 und 7 Jahre normalerweise. Und ich denke, da würde sich dieser Whisky einordnen. Ist es ein Schotte und ich liege falsch, dann würde ich ihn auf knapp 10, also würde ich ihn auf 10 tippen. Ja. Ich finde ihn interessant. Also pur, ganz ehrlich, erstens ist er mir zu stark und zweitens sind mir dann doch zu viele herbe Bronchikum-Kräuternoten drin. Aber mit ein bisschen Wasser drin macht er echt auf. Also mein eigentlicher Tipp wäre, das ist ein Kavalan, Sherry Solist. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, den Briefumschlag oben liegen lassen, oder? Weil das ist nämlich der vom letzten Video. Scheiße. Ja, ich bin sofort wieder da. Ich muss den Briefumschlag einen Stock weit oben suchen. Ja, bis gleich. So, Problem gelöst. Ich habe jetzt selbst in der verdünnten Version, nachdem ich den eine Zeit lang vorhin am Gaumen hatte und jetzt so ein bisschen die Nachwirkungen spüre, sage ich mal so, was so aus dem Rachen wieder hochsteigt. Meine ich echt, ich habe Bronchikum-Tropfen genommen. Ich bin mal gespannt, was das ist. Also mein Kavalan hat mir einen Tick besser geschmeckt. Aber ich würde eben sagen, von den Noten müsste das in die Richtung gehen. Oder eben Glen Ells in Fassstärke. Ich wüsste nicht, was sonst noch solche Extremfässer abfüllt. Ja, gucken wir doch mal. Okay, da kann ich auch nicht drauf kommen. Also, ihr seht an meinem Gesicht, es ist weder ein Glen Ells noch es ist ein Kavalan. Exotisch war es, aber es ist ein Amrut. Sherry Cask. 2011 bis 2018. 7 Jahre. 300 Flaschen, 60%. Okay, ja. Ich hatte zwar schon mehrere Amrut im Glas. Aber Amrut war für mich immer ein Tick näher am Scotch. Aber bei so einem extremen Fass, schwer. Jedenfalls interessant, den mal zu probieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist was, das kriegt man sonst nicht so häufig ins Glas und der dürfte auch nicht billig gewesen sein. Von dem her, Dennis, vielen Dank für dieses Sample. Ich glaube, ja, mit Wasser drin, wenn man Lust drauf hat, hat er was. Er ist eigen, darf er aber auch sein, er ist was anderes. Aber das ist wirklich Fass. Das ist alles Fass. Ich bleib dabei, das hätte aller mögliche Alkohol sein können mit einem extrem guten Fass. Da hätte man wahrscheinlich keinen Unterschied gemerkt. Ja, von dem her eigentlich erstaunlich, dass er gar nicht so dunkel ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann wieder. Und ja, lasst mir ein Like und ein Abo da, da freue ich mich natürlich besonders und bis zum nächsten Mal.